Der Medienhafen Düsseldorf liegt am Rhein und bietet ein tolles, elegantes Ambiente, eine beeindruckende Architektur und auch eine sehr gute, gehobene Gastronomie der ersten Liga. Der Medienhafen zählt als Architekturmeile und als innovativer Bürostandort. Der neue Zollhof ist ein Gebäudeensemble im Düsseldorfer Medienhafen, das im Oktober 1999 eingeweiht wurde. Die Gebäude sind nach ihrem Architekten und Designer Frank Gehry, auch als Gehry-Bauten, bekannt. Von 1996 bis 1998 wurden die drei Gebäude für etwa 120 Millionen D-Mark errichtet. Der neue Zollhof des Architekten Frank Gehry wurde zum Aushängeschild des neuen Standortes. Frank Owen Gehry ist ein kanadisch-US-amerikanischer Architekt und Designer. Die moderne, außergewöhnliche Architektur wurde geschickt mit den historischen Gebäuden kombiniert. Ein Besuch in Düsseldorf muss man unbedingt mit einem Besuch des Medienhafens kombinieren. Hier haben sich Unternehmen aus der Medien- und Werbebranche angesiedelt, ebenso Mode- und Designerbetriebe. Anfangs siedelten sich zum Beispiel Antenne Düsseldorf und die Film- und Medienstiftung NRW hier an. Inzwischen machen Medienunternehmen nur noch 9% der Nutzer aus. Wenige Gehminuten vom Medienhafen entfernt liegen die Altstadt, der Rheinturm und der Landtag. Schon 1974 wurde beschlossen, das ursprüngliche Hafengebiet um 33 Hektar zu verkleinern. Die Kohlekrise und die Stahlkrise waren auch Ursachen dafür, dass der Hafen für die damaligen Verhältnisse überdimensioniert war. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch zu meiner Motivation ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden.